Hallöchen und ganz herzlich willkommen zu diesem Video. In dem bisherigen Format auf diesem Kanal habe ich euch schöne Anflüge an verschiedenen Orten auf dieser Welt gezeigt. Heute und auch in den zukünftigen Videos, also unserem neuen Format hier auf dem Kanal, werden wir uns einmal genauer anschauen, wie diese Anflüge denn eigentlich funktionieren. Das Wichtigste vorweg, alles was ihr hier seht, ist natürlich nur für Simulationszwecke und logischerweise nicht für reale Flüge gedacht. Auch so ein Satz, den man immer wieder hört und liest und sich erstmal denkt, hey, wer kommt denn auf die Idee, das in Real Life anzuwenden? Aber man weiß ja nie, auf was für Ideen die Leute so kommen. Von daher, das Wichtigste vorweg, nur im Simulator nachmachen. Was ich auch noch kurz vorweg schicken möchte, dieses Format richtet sich vor allem an Leute, die die nächste Herausforderung in der heimischen Flugsimulation suchen. Keiner dieser Anflüge ist wirklich so einfach, daher sollte man schon ein bisschen Vorerfahrung haben. Für Anfänger sind sie eher weniger geeignet. Aber das schauen wir uns jetzt einfach gleich mal selber zusammen an. Heute in diesem Beispiel wollen wir uns mal einen Flughafen genauer anschauen, der in Montenegro liegt und den vielleicht noch gar nicht jeder hier kennt, und zwar den Flughafen von Tivat. Wir machen da jetzt einen kleinen Flug hin, wir sind schon quasi auf Reiseflughöhe 25.000 Fuß heute nur und es geht von Zadar auf einem kurzen Flug Richtung Tivat. Tivat im Südwesten Montenegros gelegen, liegt direkt am Mittelmeer in einer Bucht. Ist keine allzu große Stadt, hat nur knapp 10.000 Einwohner, aber für uns im Flugsimulator eine super interessante Stadt und auch ein super interessanter Airport vor allem. Grundsätzlich ist es vielleicht ja erstmal interessant, warum brauchen wir denn überhaupt solche Circling Approaches? Und dafür gucken wir uns doch jetzt einfach mal die Karte von Tivat an und dann erklärt sich die Sache nämlich relativ zügig von selbst. Hier auf dieser Karte könnt ihr das Overlay vom Aerodrome in Tivat sehen. Hier liegt die Start- und Landebahn, südlich davon das Mittelmeer und hier im Norden relativ hohes Terrain. Das heißt, hier sind Berge mit 6.000 Fuß und teilweise noch höher, hier oben sogar bis zu 7.000 Fuß, auf die wir auf jeden Fall während unseres Anflugs achten müssen. Und das Terrain ist hier die Ursache und auch meistens die Ursache dafür, dass es Circling Approaches braucht. Im Falle von Tivat können wir auf die Runway 32 hier mit einem Localizer anfliegen. Das heißt, da haben wir ein laterales Profil, dem wir zumindest bis kurz vor die Landebahn folgen können. Allerdings auch hier mit ein bisschen Terrain-Einschränkungen unter uns. Das geht aber in die Richtung deutlich besser als in die Gegenrichtung, nämlich auf die Runway 14. Hier haben wir zwar direkt vor der Landebahn eine kleine Bucht, die uns da noch mal ein bisschen Raum gibt. Aber ihr seht, sobald wir von der Bucht ein bisschen weiter Richtung Nordwesten gehen, kommt hier relativ zügig Terrain und dieses Terrain macht es eben unmöglich, diese Landebahn hier direkt anzufliegen. Jetzt kann es aber ja sein, dass der Wind mal von der Seeseite kommt, das heißt aus südlicher Richtung zum Beispiel, und dann hier so in dieses Tal hineingepustet wird. Dann hätten wir, wenn wir auf die Runway 32 landen wollen, ja einen Rückenwind und es gibt bestimmte Limitations, die wir, was Rückenwind angeht, im Anflug nicht überschreiten dürfen. Meistens sind das 10 Knoten Rückenwind. Sollten wir also mehr als 10 Knoten Rückenwind haben, könnten wir auf die Runway 32 nicht mehr legal anfliegen. Und da wir sonst keine Möglichkeit hätten zu landen, gibt es hier ein sogenanntes Circle to Land. Bei diesem Circle to Land fliegen wir quasi visuell einen Anflug auf die Gegenrichtung und gucken dabei, dass wir von dem Terrain fernbleiben. Jedes Circling ist so ein bisschen anders aufgebaut. Manchmal gibt es veröffentlichte Verfahren, manchmal muss man das selber ein bisschen so improvisiert machen und manchmal kann man einfach ein Standard-Circling fliegen. All diese Verfahren wollen wir uns jetzt in den kommenden Videos ein bisschen genauer anschauen und heute wie gesagt am Beispiel von Tivat. Wenn wir uns unseren Wind auf dem Navigation Display mal angucken, dann sehen wir, dass wir heute so einen Fall haben. Wir haben Wind aus 140 Grad mit 20 Knoten, der nimmt zwar zum Boden hin noch ein bisschen ab, aber allgemein hätten wir für die Runway 32 Rückenwind. Und das versuchen wir bei jeder Landung zu vermeiden und deswegen wählen wir heute für den Anflug in Tivat das Circle to Land für die Runway 14. Beginnen werden wir unseren Anflug aber dennoch über den Localizer für die Runway 32. Und das ist also auch die erste Karte, die wir uns angucken. Wir kommen also hier vom Meer über den Wegpunkt Gosud auf den verlängerten Localizer und müssen dann hier noch über 4000 Fuß haben und dürfen danach auf die 2600 Fuß Minimum sinken.
Und dann werden wir das Localizer-Signal einfangen und diesem Localizer erstmal in Richtung Bahn folgen und dann auch erstmal den Descent hier beim Punkt Tango Alpha Zulu aus 2600 Fuß beginnen. Dann werden wir jedoch diesen Anflug nicht bis zu Ende fliegen, sondern wir werden dann irgendwann in das Circle to Land Procedure übergehen und das ist dann wieder auf einer anderen Karte. Nämlich auf dieser hier. Das ist das Circling to Land Runway 14 with Prescribed Tracks. Und ihr seht, auch dieser Anflug geht zunächst über den Localizer von Tango India Victor in Tivat los. Wir fliegen also über Tango Alpha Zulu den Localizer entlang. Und der erste wichtige Punkt, den wir uns merken müssen, ist 3 Meilen Tango India Victor. Das D vor der 3 steht dabei für DMI. DMI ist die Abkürzung für Distance Measuring Equipment und gibt uns die Möglichkeit, die Distanz zu einem Funkfeuer zu messen. In dem Fall die Distanz zum Localizer-Signal für die Runway 32. Wenn wir dann auf 3 Meilen an diesen Localizer herangeflogen sind, dann beginnt unser eigentlicher Visual Approach. Dann gehen wir nämlich von dem Localizer runter und gehen in eine Linkskurve auf den Track 295. Diesen Track fliegen wir dann für 5 Meilen geradeaus. Ihr seht, davor war die Linie durchgezogen. Das können wir also mit Instrumenten fliegen im NAV-Modus. Und alles, was wir jetzt hier fliegen, was so gestrichelt ist, erfolgt rein visuell. Das heißt, wir müssen spätestens hier die Bahn in Sicht haben und müssen sie auch für den Rest des Anfluges durchgehend in Sicht haben. Wenn wir uns auf diesem Track established haben, dann fliegen wir dort für 5 Meilen geradeaus. Und das Ganze wieder, bis wir bei 3 Meilen Tango India Victor sind. Wenn wir diesen Punkt erreicht haben, dann gehen wir in eine Rechtskurve auf Track 314 und starten unseren Descent. Jetzt ist die Frage, auf welcher Höhe fliegen wir das denn eigentlich? Und dafür empfiehlt es sich hier unten auf die Minimas zu gucken. Für das Circling with Prescribed Tracks in der Kategorie Charlie, was ja unser A320neo ist, haben wir ein Minimum von 1840 Fuß. Da sich 1840 Fuß immer ein bisschen blöd in den Autopiloten eindrehen lassen, wollen wir unser Circling also auf 1900 Fuß fliegen und sind damit knapp über unserem Minimum. Wenn wir dann auf Track 314 drehen, starten wir auch gleichzeitig unseren Descent von der eben gewählten Höhe und fliegen dann auf dem Track weiter bis 4 Meilen Tango India Victor. Und dann beginnt der Circling Part, nämlich geht es dann hier in dieser Bucht in eine Rechtskurve mit maximal 185 Knoten für Cut Delta Aircrafts. Das sind wir nicht, wir haben ja eben gesagt, wir sind Cut Charlie und gehen dann aber trotzdem schon in voller Landekonfiguration hier in die Rechtskurve und landen dann hier auf der Runway 14 in Tivat. Jetzt haben wir diesen Anflug leider nicht so in unserem Flugzeug hinterlegt. Das ist aber gar nicht so schlimm. Zum einen fliegen wir das ja eh rein visuell. Und zum anderen haben wir die Möglichkeit, mit ein paar Tricks, die ich euch jetzt gleich zeigen werde, uns so ein paar markante Stellen trotzdem zu hinterlegen. Zum einen wollen wir uns diesen Punkt hier merken, 3 Meilen Tango India Victor. Hier wollen wir ja den Breakoff machen. Und um diesen Punkt uns ein bisschen schöner darstellen zu lassen, können wir uns ja mal angucken, wo liegt denn dieser Punkt? Wir sehen, der Punkt liegt auf dem Localizer von Tango India Victor. 334 ist der Inbound Course und diesen Punkt haben wir dann eben in 3 Meilen Distanz dazu. Und damit haben wir genug Informationen, um uns diesen Punkt als sogenannten Custom Waypoint in unser Flugzeug hinzuzufügen. Alles, was ich euch jetzt zeige dazu, das ist auch wieder nur optional. Das könnt ihr machen, das hilft euch, das Ganze ein bisschen schöner visuell darzustellen. Das ist aber keine Pflicht. Wie gesagt, man kann das auch einfach rein nach Sicht fliegen. Das eben in den Karten angesprochene Minimum von 1840 Fuß geben wir uns jetzt hier noch in der Approach-Phase in unserer MCDU ein, dass wir auch unser Minimum dann hier oben in unserem PFD, dem Primary Flight Display, angezeigt bekommen. Ihr seht, wir nähern uns auch langsam schon Tivat, das heißt, wir können auch schon mal unseren Descent starten. Thrust Idle Open Descent Alt Blue Flight Level 100 und dann zeige ich euch jetzt mal, wie man die Wegpunkte sich hier noch ein bisschen schöner darstellen lassen kann. Ihr seht, unsere Arrival für Tivat haben wir schon hinterlegt. Geplant ist jetzt erstmal der angesprochene Localizer auf die Runway 32 und dann führt uns unser Routing über Gosut nach Tango Alpha Zulu, so wie wir das gerade in den Karten gesehen haben, und dann auf den Localizer von Tivat.
Wir wollen den Localizer ja nicht zu Ende fliegen. Daher können wir den letzten Punkt hier, der heißt Mike Lima Tree 2 als Overfly Weak Punkt, der auf 910 Fuß liegt, schon mal rauslöschen. Wir haben ja gesagt, wir wollen unsere Circling Altitude von 1900 Fuß nicht unterschreiten und deswegen werden wir den Punkt sowieso nicht überfliegen. Deswegen löschen wir den einmal raus und damit haben wir eine Discontinuity im Flugplan. Das ist eine Unterbrechung, bei der der Flieger erstmal grundsätzlich nicht weiß, wie er von diesem Wegpunkt zu dem darunterliegenden Wegpunkt weiterfliegen soll. Das ist jetzt aber erstmal gar nicht schlimm, weil wir in diese Lücke gleich unseren eigenen Wegpunkt noch einfügen möchten. Diese 3 Meilen Tango India Victor haben wir leider nicht so als Wegpunkt schon vordefiniert in unserer MCDU, aber das macht nichts, wir können ja eigene Wegpunkte auch hinzufügen. Und zwar mit sogenannten Custom Waypoints. Die finden wir hier versteckt unter Data und dann auf der zweiten Seite hier oben rechts Stored Waypoints. Und hier können wir jetzt quasi erstmal diese Wegpunkte erstellen. Wir geben zum einen dem Wegpunkt einen Namen, also wie soll der Flieger diesen Wegpunkt nennen. Und dann können wir in verschiedenen Formaten hier eingeben, wo dieser Punkt liegt. Das können wir zum einen über Koordinaten machen, also über Längen und Breitengrade. Zum anderen können wir aber auch sagen, okay, nimm einen vordefinierten Wegpunkt, den du schon kennst, und gehen von dem aus in eine bestimmte Richtung, so und so viele Meilen. Dritte Möglichkeit ist eine sogenannte Kreuzpeilung, dass wir quasi von zwei Punkten aus in eine bestimmte Richtung gehen und da, wo sich die Punkte schneiden, dort ist dann unser Wegpunkt. Für uns heute ist aber diese mittlere Spalte interessant, weil wir haben ja einen Punkt, den es schon gibt, Tango India Victor, und wir wollen von dem aus in eine bestimmte Richtung, in einer bestimmten Entfernung unseren Wegpunkt erstellen. Wir nennen unseren Wegpunkt jetzt einfach mal TWAT 1, Tango Yankee Victor 1. Das ist der Ident, damit können wir dann quasi unseren Punkt auch in die Fixinfo laden. Und jetzt müssen wir dem Flieger sagen, wo soll dieser Punkt liegen. Wir haben gesagt, Tango India Victor ist unser Ausgangspunkt, der Localizer. Von dem aus war ja die Richtung hin zu dem Localizer Tri-Tri vor. Wir brauchen aber die Gegenrichtung. Die Gegenrichtung zu Tri-Tri vor ist 154 Grad. Also ist unser Bearing, unsere Richtung, 154 Grad. Und wir wollen den Punkt in einer Distanz von 3 Meilen hinterlegen. Und so geben wir das Ganze jetzt hier bei Place Bearing Distance ein. Dann erkennt der Flieger, okay, Tango India Victor, 154 Grad in 3 Meilen. Gleichzeitig erkennt er hier auch die Koordinaten, wo der Punkt liegt. Und wir sehen 42 Grad Nord, das passt ganz gut zu Montenegro. Um diesen Punkt jetzt zu speichern, müssen wir hier unten noch einmal auf Store drücken. Und schon haben wir diesen Wegpunkt hinterlegt. Wenn wir uns den jetzt anzeigen lassen wollen in unserem Navigation Display oder sogar in unserem Flightplan, dann könnten wir das jetzt machen. Wir können also jetzt hier einfach Tango Yankee Victor 1, unseren neu definierten Wegpunkt, hier einfach hinten dran legen und schon ist der Teil unseres Flugplans. Wenn wir jetzt mal hier auf den Plan-Modus wechseln, in dem können wir mal schön von oben angucken, was wir denn so abfliegen möchten, dann sehen wir jetzt hier im Final für die Runway Tree 2 unseren neuen Wegpunkt Tango Yankee Victor 1. Das ist schon mal gut. Wir haben also jetzt den Punkt, wo wir unseren Breakoff machen, wo wir also von dem Localizer runtergehen, uns hier hinterlegt. Was wir jetzt auch noch machen können ist, von unserem Wegpunkt Tango Yankee Victor 1 auf der sogenannten Fix-Info-Page ein Bearing zu setzen. Das klingt jetzt erstmal sehr kryptisch für die, die die Fix-Info noch nicht kennen, ist aber auch kein Hexenwerk. Die Fix-Info generell ist eine Möglichkeit, uns hier Sachen auf dem Navigation-Display anzuzeigen, die wir aber nicht in unserem Flugplan aktiv übernehmen wollen. Diese Wegpunkte werden dann in grün dargestellt und von diesen Wegpunkten aus können wir dann auch Bearings und Distanzen einzeichnen. Die werden dann in blau hinterlegt. Um auf diese Fix-Info-Page zu kommen, müssen wir einmal hier unten in unsere MCDU, gehen auf die Flightplan-Page und dann beim ersten Wegpunkt, der hier oben in dem Fall Nera heißt, klicken wir auf den Line Select Key 1 links davon. Dann kommen wir in die LATREF-Seite und können hier die Option Fix-Info aufrufen. Auf der Fix-Info können wir jetzt hier diese eben definierten Wegpunkte hinterlegen. Tango Yankee Victor 1. Von dort aus wollen wir unsere Fix-Info jetzt zeichnen. Und wenn wir nochmal auf die Karte gucken, dann sehen wir, dass wir von 3 Meilen Tango India Victor auf einem Bearing 295 weiterfliegen möchten. Und dieses Bearing können wir uns jetzt auf der Fix-Info hinterlegen.
geben wir die 295 hier beim Radial ein. Und schon sehen wir hier auf unserem Navigation Display so eine blaue Linie. Von dem dürft ihr euch nicht verwirren lassen. Das schaut jetzt auch an unserer aktuellen Position ein bisschen komisch aus. Wenn wir jetzt aber mal auf die Flightplan Page wechseln und uns das Ganze mal in Tiefheit angucken, dann versteht ihr, warum wir das gemacht haben. Wir haben also jetzt den Track, den wir nach unserem Breakoff fliegen wollen, hier zusätzlich noch mit einer blauen Linie hinterlegt. Und das hilft uns einfach nochmal ein bisschen, das Ganze dann besser abschätzen zu können, dass wir auf dem richtigen Kurs unterwegs sind. Wir können unsere Fixinfo auch nicht nur dazu benutzen, Radiale einzuzeichnen, sondern ihr seht hier unten auch die Möglichkeit, einen Radius einzugeben. Und wir haben ja gesehen vorhin, wir brauchen zweimal die 3 Meilen von Tango India Victor. Und auch die können wir uns schön in der Fixinfo hinterlegen. Dafür brauchen wir einmal einen neuen Punkt, weil der soll ja jetzt nicht auf Tango Yankee Victor 1 basieren, sondern auf Tango India Victor, unserem Localizer. Dafür klicken wir hier unten auf den Pfeil. Damit kommen wir auf die zweite Seite der Fixinfo. Und dann seht ihr das gleiche Formular wie eben. Wir können also wieder als allererstes eingeben, auf was soll unsere Fixinfo basieren. Haben wir gesagt, Tango India Victor. Und um Tango India Victor möchten wir jetzt einen Radius von 3 Meilen ziehen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt wieder im Plan-Modus angucken, dann seht ihr, warum wir das Ganze gemacht haben. Wir haben also jetzt hier die 3 Meilen eingezeichnet und sehen dann den Schnittpunkt mit unserem Track, den wir beim Breakoff fliegen wollen. Und zum anderen, an den Schnittpunkten hier, sehen wir zum einen, wo wir den Breakoff nochmal machen müssen und auch an welcher Stelle wir dann unseren Final Descent einleiten müssen, beziehungsweise dann den weiteren Rechtsturn fliegen. Und deswegen ist es eine super Sache, sich das Ganze auf der Fixinfo-Page nochmal so ein bisschen zu visualisieren. Das hilft einem dann im Approach selber immer zu wissen, okay, ich bin noch an der richtigen Position und ich fliege gerade das, was ich auch vorhatte abzufliegen. Wie vor jedem anderen Anflug auch, gucken wir natürlich, dass wir hier in unserer RATNAV-Seite die entsprechenden Fixes gesetzt haben. In dem Fall hat er zum Beispiel den Localizer nicht selber getuned, was er normalerweise machen sollte. Das ist aber nicht schlimm, in dem Fall geben wir einfach selber unseren Wegpunkt Tango India Victor ein. Und das Ganze mit dem Kurs, den wir vorhin hatten, von 334, das geben wir hier noch beim Kurs mit ein. Und damit haben wir unseren Localizer hinterlegt. Was wir zusätzlich auch immer bei den Visual Approaches noch machen ist, wir setzen uns die Schwelle von der Piste, auf der wir landen wollen, hier in unserer MCDU auf die Progress Page. Warum machen wir das? Zeige ich euch jetzt einmal. Wir geben also den Flughafen Tivat mit der Bahn, auf der wir landen wollen, in dem Fall der 14, hier auf der Progress Page unter Bearing and Distance hier auf dem rechten Knopf einmal ein. Und dann seht ihr, dass wir jetzt automatisch unsere zum einen Distanz und zum anderen auch Richtung zu diesem Punkt, den wir hier hinterlegt haben, angezeigt bekommen. Und das ist insofern wichtig, dass wir dann immer damit abschätzen können, wie weit sind wir noch von der Bahn entfernt und sind wir gerade auf der richtigen Höhe unterwegs. Leider hat der FlyByWire noch so ein kleines Problem, dass er das Localizer-Signal, solange wir da nicht wirklich direkt in der Nähe sind, nicht mehr einfangen kann. Deswegen sehen wir heute mal davon ab, hier die Schwelle 14 einzugeben, sondern geben stattdessen Tango India Victor hier ein, sodass wir zusätzlich über die DMI, die wir hier vom Localizer-Signal empfangen, auch eine Distanz hier von unserer MCDU ausgerechnet bekommen, was wiederum den Vorteil hat, dass die MCDU gar nicht das tatsächliche Signal braucht, um zu wissen, wie weit sie davon entfernt ist. So, wir sind mittlerweile auf 6000 Fuß gesunken und fliegen jetzt einmal am Flughafen Tivat vorbei. Hier links seht ihr die Bucht, über die wir gleich unser Circling fliegen, und da hinten ist der Airport. Und ich glaube, jetzt wird auch ersichtlich, warum es hier schwierig ist, direkt auf die Bahn anzufliegen, weil eben hier in dem Bereich sehr, sehr hohes Terrain ist, was uns das unmöglich macht. Aber umso besser für uns, können wir ein schönes Circling fliegen. Wir bringen uns jetzt also auf den Localizer für die Runway 32 und dann sehen wir uns gleich wieder und dann schauen wir uns an, wie wir das Circle to Land dann fliegen. So, wie ihr seht, sind wir jetzt auf dem Localizer von der Runway 32 in Tivat established. Aktuell sind wir noch 11,5 Meilen davon entfernt und ihr seht, wir fliegen hier auch gerade auf Tango Alpha Zulu zu. Unser Descent beginnt also gleich. Wir möchten versuchen, in unserem Circle to Land mit Klappen 3 zu fliegen, um einfach dann schnell auf die Approach Speed herunter reduzieren zu können. Das heißt, wir gehen jetzt schon mal auf Klappen 1, Flaps 1, Speed Checked, Flaps 1 und reduzieren jetzt unsere Geschwindigkeit mal so auf
ungefähr 170 Knoten zunächst. Gleichzeitig drücken wir hier einmal auf unseren Heading und Track FPA Knopf. Damit können wir nämlich von Heading Vertical Speed in Track FPA umschalten und können hier einen bestimmten Sinkwinkel auswählen und hier einen bestimmten Track. Track ist immer unser grüner Diamant hier vorne, also die Richtung, in die unser Flugzeug tatsächlich fliegt. Und das Heading ist immer die Richtung, in die unsere Flugzeugnase zeigt. So, wir sind über Tango Alpha Zulu, gehen in unseren Descent auf die eben angesprochenen 1900 Fuß. Und ihr seht, es schaut wirklich traumhaft aus. Da vorne in der Ferne ist der Airport zu sehen und hier links und rechts die Berge und wir folgen dem Localizer durch das Tal. Normalerweise ist die Konfiguration für die Landung immer Klappen 1, Klappen 2, dann das Fahrwerk ausfahren und dann Klappen 3, Klappen 4. In dem Fall macht das Fahrwerk aber viel Widerstand im Downwind, dennoch bringt es uns viel mit Klappen 3 zu fliegen. Das heißt, wir können jetzt nochmal ein ganzes Stück langsamer machen und so auf 150 Knoten reduzieren. Das hilft uns dann wiederum, das ganze Circling ein bisschen entspannter und nicht ganz so stressig abfliegen zu müssen. Flaps 3, Speed checked, Flaps 3. Und das ist unsere Konfiguration, die wir erstmal halten möchten für das Circling. Dann nähern wir uns unseren 1900 Fuß an und ihr seht, wir nähern uns auch dem vorher selber definierten Wegpunkt Tango Yankee Victor. Und damit gehen wir jetzt von dem Localizer runter, ziehen also einmal an dem Track bzw. an dem Heading-Knopf und fliegen damit jetzt erstmal weiter geradeaus und warten hier unten auf unsere Distanz von 3 Meilen Tango India Victor. Und dann geht es linksrum auf den Track 295. So, da haben wir die 3 Meilen erreicht. Dann geht es jetzt linksherum 295. Und ihr seht, wir können jetzt wunderbar hier unserer blauen Linie folgen. Und gehen von dem Localizer runter. Und alles, was ab jetzt passiert, ist rein visuell. Wir können zur Hilfe den Autopiloten durchaus noch weiter mitbenutzen. Aber wir müssen immer jederzeit den Airport, der sich jetzt hier zu unserer Rechten befindet, in Sicht behalten. Das könnt ihr auch wieder nach Gefühl machen, je nachdem wie sicher ihr euch fühlt. Ihr könnt entweder das Ganze von Hand fliegen oder spätestens jetzt solltet ihr dann den Autopiloten rausnehmen. Das heißt Manual Flight und je nachdem wie ihr es macht auch Manual Thrust mit dazu. Wir machen schon mal die Kabine für die Landung bereit. Und dann seht ihr, wir nähern uns gleich unserem 3-Meilen-Radius an. Und sobald wir den erreicht haben, möchten wir dann zum einen in Final Configuration gehen und zum anderen aber unseren Descent einleiten. Das heißt, wir gehen schon mal auf Speed Managed. Und dann schneiden wir jetzt unseren Radius von 3 Meilen. Es geht also in die Rechtskurve, Track 314. Wir starten unseren Descent. Ungefähr mit 3 Grad, so 700, 800 Fuß pro Minute. Minimum, Continue, Gear Down. Jetzt ist es wichtig, dass wir hier unten unsere Progress Page angucken, um zu sehen, wann wir die 4 Meilen erreicht haben. Jetzt sind wir bei 3,8, 3,9 Meilen. Starten jetzt also unseren Final Turn, Flaps Full, Speed Checked, Flaps Full. Gucken, dass wir ungefähr unsere Sinkrate weiter beibehalten und dann lesen wir noch die Landing Checklist, Ika Memo, Landing No Blue. Genug der Worte, ich konzentriere mich jetzt aufs Fliegen und euch ganz viel Spaß bei dem wunderschönen Anflug hier. Checked.
500. Retard. Spoilers, reverse green, diesel. Und das ist schon der ganze Zauber dahinter. Ihr merkt, es ist deutlich mehr zu tun während eines Circle to Lands im Vergleich zu einem normalen ILS-Approach. Aber wenn man das Verfahren einmal verstanden hat und es dann fliegt, dann macht es wirklich Laune und ich kann es jedem nur empfehlen, der sich schon ein bisschen sicherer im Simulator fühlt, diese Anflüge einfach mal selber auszuprobieren. Und wenn es nicht beim ersten Mal klappt, dann ist das auch kein Problem, dann einfach weiter üben. Und solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, dieses neue Format hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein bisschen Feedback in den Kommentaren da, dass wir hoffentlich in Zukunft noch viele weitere spannende Anflüge gemeinsam besprechen können und ich vielleicht auch hier und da an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen was verbessern kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachfliegen und always happy landings.